leg mal dein Smartphone weg, denn ich zeig dir jetzt, wie du vernünftig mit dem Internet umgehst. Na? Wer von euch kennt das nicht? Ihr bekommt eine Nachricht bei WhatsApp. Und wo du gerade eh schon das Smartphone in der Hand hast, kannst du ja mal eben gucken, was es Neues auf Instagram gibt, auf Facebook und auf Snapchat. Sami Slimani hat gerade was auf Englisch getwittert. Was heißt denn Drag Me Down? Mal eben schnell googeln. Dagi hat schon wieder einen neuen Snap gemacht. Und ruckzuck sind 26 Minuten rum und du hast keine Ahnung, was du da gerade überhaupt gemacht hast. Daher eine kleine Warnung. Das Internet kann süchtig machen. Internetsucht wird von Experten als substanzungebundene Abhängigkeit eingestuft. Ähnlich wie zum Beispiel Glücksspielsucht. Je nach Quelle sind bis zu 500.000 Deutsche, hauptsächlich Jugendliche, internetsüchtig und 2,5 Millionen weisen ein Problem. Problematischen Internetkonsum auf. Die Übergänge sind hier natürlich fließend, wodurch es schwierig wird, genaue Zahlen zu nennen. Achte mal einen Tag darauf, wie oft du das Internet benutzt und für welche Dinge du es einsetzt. Ich wette, da kommen einige Stunden zusammen. Ein weiteres Problem des Internets ist es, dass du dich nie auf eine Sache gleichzeitig konzentrieren kannst, sondern immer von Punkt zu Punkt springst. Du guckst dir dieses Video an, langweilst dich spätestens jetzt, guckst in die Vorschläge auf der rechten Seite und klickst irgendwas anderes an und so geht das immer weiter. Im Endeffekt guckst du so kaum ein Video zu Ende. Glücksforscher haben herausgefunden, dass die persönliche Zufriedenheit steigt, wenn man sich auf das konzentriert, was man gerade tut und möglichst bewusst bei der Sache ist. Das Internet besteht aber aus ständigen Ablenkungen, aus dem Versprechen, dass das nächste Video spannender ist als das hier. Und so bist du nie ganz bei dem, was du gerade tust und deine Aufmerksamkeitsspanne wird ruiniert, da du es gewohnt bist, dass alle 30 Sekunden etwas Neues passiert. Mein Gehirn macht Kusselkopf. Wann hast du das letzte Mal eine Folge deiner Lieblingsserie gesehen, ohne zwischendurch am Smartphone rumzuspielen? Kennst du es, dass du, nachdem du den ganzen Tag im Internet rumgehangen hast, unzufrieden bist und das Gefühl hast, den ganzen Tag verschwendet zu haben? Dann haben wir hier ein paar nützliche Tipps für dich. Wenn du mehrere Räume zur Verfügung hast, dann verbanne alle internetfähigen Geräte aus deinem Schlafzimmer, beziehungsweise wenn du nur ein Zimmer hast, dann wenigstens aus der Nähe deines Bettes. So läufst du keine Gefahr, abends noch stundenlang am Smartphone rumzuspielen, während du eigentlich schlafen solltest. Kauf dir einen Wecker. Reimt sich auf Bäcker. Denn wenn du dich von deinem Smartphone wecken lässt, dann wirst du natürlich auch eben gucken, was es Neues gibt. Und schon lässt du dir von deinem Facebook-Feed und Instagram-Bildern vorgeben, was du denken sollst. Morgens ist dein Kopf weitestgehend frei von Eindrücken. Wenn der erste Eindruck dein Smartphone ist, dann bist du direkt wieder im Teufelskreis gefangen. Du trinkst ja morgens nach dem Aufstehen auch nicht als erstes einen Schnaps, oder? Kleine Info am Rande. Das blaue Licht, das Computer- und Smartphone-Bildschirme abgeben, führt nachweislich zu Schlafstörungen. Experten raten daher, 2 Stunden vor dem Schlafengehen keine technischen Geräte mehr zu benutzen. Aber ganz ehrlich, das macht doch keiner, oder? Apps wie Self-Control, Freedom oder Antisocial sperren für dich bestimmte Internetseiten für eine gewisse Zeit. Wenn du weißt, dass du noch lernen oder arbeiten musst, dann sperre einfach Facebook, Instagram und Snapchat. Dann sperre einfach Facebook, Instagram und Snapchat für die nächsten 4 Stunden. Du kannst den Rechner neu starten oder die App anflehen, Facebook wieder endlich zu entsperren. Du wirst die Seite die nächsten 4 Stunden nicht öffnen können. Egal, was du tust. Ach, fuck. Nein, scheiße, Mann. Ich überwinde dir gleich, so. Die App TimeTrack kann im Hintergrund für dich aufzeichnen, womit du deine Zeit am Rechner verbringst. Wenn du im Schnitt 8 Stunden am Tag bei Facebook bist oder ca. alle 90 Sekunden eine neue Seite aufrufst, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du ein Problem hast. Ey, psst, komm her. Du bist internetsüchtig? Ja, dann guck dir auf jeden Fall hier mal die Videos an und abonniere auf jeden Fall den Kanal. Die ganzen Tipps hier im Video sind eh für den Arsch. Die Ursache für zu viel Internet ist in der Regel Langeweile. Geh in einen Sportverein, lerne ein Instrument oder schreib einen Roman oder gehe auf den nächsten Friedhof und such dir ein Grab von jemandem, der einen lustigen Namen hatte. Mach einfach irgendwas, dann wirst du weniger sinnlos im Netz rumhängen. Wenn du nicht wenigstens 2 Hobbys von dir nennen kannst, dann solltest du dir eh mal eins suchen. Ach ja, Internet gilt nicht. Lege dir feste Internetpausen zu. Mach dein Handy und deinen Rechner zum Beispiel jeden Mittwochnachmittag aus oder mach einen internetfreien Tag alle 2 Wochen. Dann kannst du Familie und Freunden vorher Bescheid sagen, damit niemand dich im virtuellen Raum vermisst. Du wirst überrascht sein, was das echte Leben so zu bieten hat, wenn du nicht die ganze Zeit auf dem Bildschirm glotzt. Und der dümmste Tipp zuletzt. Du hast einen Freund, bei dem du keinen guten Handyempfang hast oder einen Wald vor der Tür, in dem es kein Netz gibt. Schau doch da mal vorbei, dann hast du automatisch deine Ruhe.
Wenn du internetsüchtig bist, dann klick auf jeden Fall mal alle unsere Playlists durch und versuche es erst danach mit unseren Tipps. Und abonniere kostenlos den Kanal, wenn du internetsüchtig bist. Ich weiß, du willst es doch auch, oder? Ja, ist schon geil hier im Internet, ne? Was man da alles so findet. Ach, toll. Ach, Sam Slimani hat was auf Englisch gequittert. Sam Slimani hat was auf Englisch gequittert. Schon wieder.